Die Nachhut. Ein verschlafenes Dorf in Zentralrumänien, 20.09.2016. Einer der schwarzen amerikanischen SUVs blieb zurück. Die Soldaten machten Kehrt und gingen zurück in Jakobs Haus. Sie stießen ihn zur Seite und durchsuchten das ganze Anwesen. Das Haupthaus, den Hof, die Garagen, die Abstell- und Heizungsräume. Anschließend gingen sie in den Nebentrakt, wo Alex übernachtet hatte und suchten auch dort nach Informationen, die er vielleicht zurückgelassen haben könnte. Woher kennen Sie Alex? herrschte der Einsatzleiter Jakob an. Welchen Alex? fragte Jakob. Sie wissen genau, wen wir meinen. Woher kennen Sie ihn und was haben Sie mit ihm zu tun? Was hat er Ihnen erzählt? Jakob verweigerte jegliche Aussage. Sie wissen, dass wir Sie auch mitnehmen können. Rücken Sie raus mit der Sprache. Woher kennen Sie diesen Mann? Jakob sagte, dass er ihn von diversen Hilfstransporten kenne, die christliche Literatur und Bibeln nach Rumänien und weiter bis nach Moldawien gebracht hätten. Er sprach von den Bauern aus dem Odenwald und von weiteren Brüdern aus Deutschland, die ihn oft besuchten, das sei alles, was er zu sagen habe. Als die Soldaten merkten, dass sie von Jakob keine weiteren Informationen zu erwarten hatten, rückten sie ab. Jakob schloss die Türen und setzte sich an den Küchentisch. Er betete für Alex. Er wusste aus seiner Zeit im Kommunismus, wie man sich fühlt, wenn man nachts abgeholt und irgendwo gefesselt im grellen Neonlicht verhört wird. Er kannte das Gefühl der Verunsicherung und der Ohnmacht, und es tat ihm leid, dass sein Freund und Bruder jetzt wahrscheinlich dasselbe durchmachen musste. Er bat Gott um Kraft für Alex. Er bat ihn darum, dass er Alex die rechten Worte geben möchte, wenn er befragt werden würde. Er bat um Kraft für Alex, dass er seinen Glauben und seinen Herrn nicht verriet. In der Nacht lag Jakob noch lange wach und war in Gedanken bei seinem Freund. Er hatte nicht verhindern können, dass die Soldaten Alex verfolgten und fanden, weil sie seine Fußspuren im frisch gefallenen Schnee sofort entdeckt hatten. Leider waren ihm die Hände gebunden. Aber Hände, die beten konnten, waren nie gebunden. Das wusste Jakob. Alex' Frau kam erst spät bei Jakob an. Sie war auf der Fahrt von Frankfurt so erschöpft gewesen, dass sie es als vernünftiger ansah, bei dem ehemaligen RAF-Mann in der Slowakei Station zu machen. Über Uli erfuhr sie von Romans Treffen mit Alex. Roman meinte, dass er zwar sehr müde aussah, aber dass er trotzdem den Eindruck machte, als ob er genau wüsste, was er tut, tröstete Uli sie. Als sie am darauffolgenden Tag weiterfahren wollte, streikte der Turan und wollte partout nicht anspringen. Die Reparatur sollte laut Werkstatt ganze zwei Tage dauern, weil Ersatzteile aus Bratislava bestellt werden mussten. Andrea zögerte einige Stunden, Alex anzurufen oder auch nur eine Kurznachricht zu senden. Schließlich nahm sie doch ihr Handy zur Hand, schaltete es ein und sendete eine kurze SMS. Bin angekommen, aber, Doppelpunkt, Panne. Komme in ein bis zwei Tagen nach. Es brach Alex das Herz, aber als er sich abends erlaubte, sein Nokia kurz einzuschalten und die SMS las, antwortete er nicht. Es war einfach zu gefährlich für seine Frau und die Kinder. Andrea traf erst am 21.09.2015 gegen Mittag in Rumänien ein, aber da war Alex schon längst auf dem Weg in die USA. Nachdem sie ihr Auto im Innenhof von Jakobs Haus abgestellt hatte, klopfte sie an die Haustür und trat nach kurzem Zögern ein. Sie hatte ihre drei Kinder dabei und war überglücklich, jetzt endlich angekommen zu sein. Jakob saß mit seiner Frau Martha und einigen Brüdern am Küchentisch. Shalom begrüßten sich alle gegenseitig und umarmten sich lange und herzlich. Jakob erkundigte sich, ob sie gut durchgekommen sei. Andrea bejahte das und fragte dann sofort, wo ist Alex? Nun setz dich erstmal, sagte Martha. Ich geb dir einen Kaffee. Sie sah ihren Mann fragend an. Niemand wusste, wie sie Andrea die Nachricht beibringen sollten. Andrea spürte aber ihre Unsicherheit, schaute erstaunt in die Runde und fragte, was ist denn los? Wo ist er? Das wissen wir nicht, sagte Jakob ruhig. Das wisst ihr nicht? Nein, wir hatten eine sehr unruhige Nacht und wir hatten Besuch. Den gleichen Besuch, den du auch hattest. Andrea wurde blass. Und das heißt, wo ist Alex? rief sie ungeduldig und ängstlich zugleich. Als Jakob ihr berichtete, was in der Nacht geschehen war, war sie zutiefst irritiert, erschüttert und geängstigt. Ihre Gedanken irrten zwischen zwei Möglichkeiten hin und her. Entweder log Jakob, was sie schlichtweg für unmöglich hielt, oder er sagte tatsächlich die Wahrheit. Dann aber war hier etwas im Gange, was sie bislang stets als Hirngespinst abgetan hatte. Sie wusste einfach nicht, wie sie mit der Nachricht von der Entführung ihres Mannes umgehen sollte und schaute Jakob nur mit großen Augen und herabhängendem Unterkiefer an. Als sie nach etwa 20 Sekunden wieder halbwegs zu sich kam, stammelte sie, ich muss mich setzen. Offensichtlich gibt es noch mehr Leute, die an den Texten von Alex interessiert sind, erläuterte ihr Jakob. Wer das genau ist und was sie von Alex wollen, kann ich nicht sagen. Aber sie haben alles mitgenommen, was Alex bei sich hatte. Und sie haben uns auch recht heftig verhört. Allerdings glaube ich nicht, dass sie wiederkommen. Sie haben, was sie wollen. Was sie wollen oder wen sie wollen, dachte Andrea und schluchzte. Martha legte ihre Hand auf Andreas Schulter und umarmte sie. Auch ihr flossen die Tränen über die Wangen. Sie wusste, was es hieß, wenn Männer und Väter nachts von Uniformierten mitgenommen wurden. Lange genug war auch sie im Kommunismus Christin gewesen. Sie konnte sich sehr gut in Andrea hineinversetzen. Das, was Alex gefunden hat, ist sehr wichtig. Es ist etwas komplett Neues, das wir bislang in der Bibel übersehen haben. Aber wenn er davon erzählt, dann wird Gottes Wort lebendig. Wir haben gestern Abend mit einigen Brüdern hier zusammengesessen und wir haben alles verstanden. Gott öffnet sein Wort. Das ist etwas sehr Besonderes. Nicht viele Menschen wird das zuteil. Wenn Gott so deutlich zu Alex spricht und ihm sein Wort so weit öffnet, dann muss er als Christ eine sehr grundsätzliche Entscheidung treffen, und ich glaube, das hat er getan. Andrea wusste, was Jakob meinte, und nickte still. Ihr Kopf stimmte Jakob zu, aber ihr Herz wehrte sich noch heftig gegen diese Wendung in ihrer beider Leben und dem ihrer Kinder. Gott kann große Dinge tun, sagte Jakob zu Andrea. Wenn Gott Alex gebrauchen will, dann lass ihn gehen. Du bekommst ihn wieder, jetzt oder später. »Wenn ein Mensch etwas für Gott tun soll, dann soll ihn niemand aufhalten. Und ich glaube, bei Alex ist das jetzt der Fall. Wir werden für ihn beten. Mehr können wir jetzt nicht tun. Vergiss nicht, euch kann nichts trennen. Nie mehr.« »Was soll ich jetzt machen?« fragte Andrea. »Jetzt bleibt ihr erst ein paar Tage bei uns, und dann sehen wir weiter«, sagte Martha. Andrea war froh, Freunde wie Martha und Jakob zu haben. Obwohl sie sich nicht oft sahen, waren sie immer, wenn sie sich trafen, schnell vertraut miteinander. Andrea wusste, dass Martha Jakob oft hatte gehen lassen, wenn er viele Wochen im Osten Rumäniens und in Moldawien für das Evangelium unterwegs war. Diesen Gedanken empfand Andrea tröstlich. Das Reich Gottes braucht starke Männer, aber es braucht nicht minder starke Frauen, dachte Andrea. Nach einigen Tagen verabschiedete sich Andrea und fuhr zurück nach Frankfurt. Sie machte Halt in der Slowakei und besuchte nochmals Uli und seine Frau. Alle machten sich Sorgen um Alex, aber auch Uli versuchte sie zu beruhigen. Mehr noch als seine Worte ermutigte Andrea das Wissen um Uli's Mut im Reich Gottes. Auch er hatte vielfach alles auf eine Karte gesetzt, um das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht gehöre ich jetzt auch zu diesem illustren Kreis von Menschen, die etwas fürs Evangelium gewagt haben und die vielleicht auch einmal etwas wegen des Evangeliums verloren haben, dachte Andrea. Trotz ihrer Sorge um Alex war sie viel gefasster, als sie sich das jemals hätte vorstellen können. Aber in Deutschland ankommen würde sie nicht.